bisschen schwer für den. Lauf! Ja! Ja, sorry, gut, aber mitgenommen. Gelb! Rot! Ah, fuck! Füllkrug! Okay Leute, Rückrunde wird meine letzte Chance, dieses Projekt nochmal richtig on fire zu bringen. Heute gibt es einen Workout für zwei Personen, also wirklich viel, viel Technik, viel Aufdrehen, viele kurze, schnelle Kontakte und auch ein bisschen die Spielbelastung, dass man sich absetzt, dass man wirklich Ball spielt. Und am Ende gibt es noch geile Torschussübungen und ich würde sagen, viel Spaß mit der Einheit. Bevor wir mit der Einheit starten, nochmal Shoutout an meinen Ballpartner Molten. Die sind auf jeden Fall mega zuverlässig für mich schon als Partner seit jetzt mittlerweile 1,5 Jahren. Überragender Spielball, nicht zuletzt hat Cristiano Ronaldo damit in der Europa League gespielt und deswegen auf jeden Fall mal Link in der Beschreibung abchecken, wenn ihr entweder selber so einen Ball haben wollt oder den Content bei molten.de abchecken wollt. Da gibt es unter anderem Europa League Tickets zu gewinnen demnächst, es gibt Matchbälle zu gewinnen, also lohnt sich auf jeden Fall und auch geile Reels von mir. Jetzt würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der Einheit, let's go. Wir haben heute den technisch besten Kreisliga-A-Spieler am Start, Simon. Ihr habt schon Tore in Spielvideos von mir, von ihm gesehen und jetzt würde ich sagen, let's go. Aber Simon hat mehr Tore gemacht als du. Kennt ihr ja, zwei Ballkontakte, kein Kopf, kein Oberschenkel. Ziel ist es jetzt von der Linie zu der und wieder zurück. Okay. Guter erster Ball. Nein! Bist du Linie oder zum Tor? Was ist da los? Haben die etwas Ritalin vergessen? Ah, stark! Bei 1, Klatschball, andere Seite. Bei 2, im Optimalfall so mit, zack, und kriegt dann aber hier den nächsten. Und bei 3, bei Dreh, aufdrehen, hier Doppelpass und wieder reinspielen. Okay. 1, 2, ja, und dreh! Wir haben eben gesehen bei der Übung, wir hatten ein bisschen Probleme damit, den First Touch weit weg vom Mann zu nehmen. Das ist bei mir wirklich ein Problem. Spiel mal. Bei mir, Ballannahme ist immer, aber nicht dieses, spiel mal, Ball direkt in den Raum mit reinnehmen. Guck mal, der war schon wieder nicht sauber. Und dafür ist die Übung perfekt. Sag mal, rot. Rot. Spielst mich an. Zack. Zack, wieder in die Mitte. Und bei den hinteren, zum Beispiel bei Grün, absetzen. Ja. Kontakt geht hier vorbei und bam. Blau. Gelb. Gelb. Rot. Grün. Stark. Grün. Nein. Blau. Ah, sorry. Komm, den 3. Gelb wird rot, blau wird grün. Komm schon. Grün. Scheiße. Blau. Blau. Rot. Gelb! Grün! Ah, da ist grün. Ja. Blau! Gelb! Ah ja, scheiße.
Gelb. Ja. Grün. Gelb. Lauf. Gut. Grün. Gelb. Rot. Rot. War schwierig, gut geholt. Lauf. Und du sagst das Kommando irgendwann, okay? Das heißt zum Beispiel, du sagst mal spät, also spielst mich an gelb. Und dann kann zum Beispiel jetzt erst gelb kommen. Und dann musst du wirklich, zack, bereit sein, die Bewegung machen. Dann mach mal, gelb. 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 Gelb, blau. Blau. Grün. Rot. Gelb. Gelb. Gut. Lauf. Gut. Gut. Gelb. Gut geholt. Jawohl. Kennt das ja, es gibt manche Sachen im Fußball, ne, so locker laufen, das könnt ihr 90 Minuten, aber so wirklich dynamische Aktion, da ist irgendwann nach, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden merkt ihr, okay, gerade brauche ich wieder einen kurzen Moment und damit diese Phase länger wird, machen wir solche Übungen. Folgende Übung, jeder hat ein Viereck, wir üben jetzt nochmal Flugbälle, wirklich scharfe, auch englische Bälle, die vielleicht nur so hoch fliegen oder flach fliegen, aber Hauptsache die kommen mit Power. Challenge ist immer ins Feld zu spielen und wer als erstes 3 Fehler macht, kriegt eine kleine Strafe. So, erste Torschussübung, jetzt hier schön wird man angespielt, dribbelt den Gegner an und macht so einen Doppelpass in den Raum. Ist eine geile Übung für Außenspieler und Stürmer und ja, da ich ja offensiv spiele, perfekte Übung. Torwart, bist du denn warm? Torwart, bist du da? Bist du da? Ich habe jetzt mal die Übung verstanden. Jetzt hast du die Übung haben wir verstanden, okay, jetzt können wir anfangen. Und hier, komm. Ja. Ja. Stark. Und ja. 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 Gerade hatten wir eine sehr spielnahe Übung, man muss aber nicht immer alles mega spielnah machen. Jetzt eine einfache Übung, um noch mal kurze, schnelle Kontakte und einen Antritt drin zu haben. 3 Kommandos zu den Hütchen andeuten, wieder in die Mitte, bam, bam. Dann kriegt man den Ball, Spiel offen stehen, aufdrehen und mit dem anderen Fuß schießen. Gelb, rot, blau. Ja. Rot, blau, gelb. Und rot. Und rot. Genau, mit rechts auf links legen. Rot. Ja. Ja, sorry, gut, aber mitgenommen. Tolles Tor. Ja, komm, direkt den nächsten. Blau. Gelb. Rot. Ah, fuck. Füllkrug. Gelb, gelb. Mit links annehmen. Ja, genau. Okay, nächste Übung. Ball kommt, Annahme. Eins der Hütchen andribbeln. Kleine Finte, kann auch eine Körpertäuschung sein. Und Abschluss. Ein bisschen schwer für den. Blau!
Ja, mach ich. Brot gönn ich dir. Lauf! Gib! Gib! Stark! Und rot! Rot! Gib! Okay, reicht. Okay, Abschluss-Challenge, Shooting in the D, also einfach in diesem kleinen D, in dem Kreis am 16er. Okay, 3 Stück. Was, um die Ehre oder was? Also um Getränk jeder 3 Schüsse. Let's go. Ja, kannst du einmal rechts. Nein, wie schlecht. Komm Alex, mach meinen Fehler gut. Ja, stark. Wand vor, okay. Ja, so kann man auf jeden Fall den wichtigen Ball setzen. Was hat denn der? Ja. Ja, er will sich schwerer machen, weil er die Challenge liebt. Hater würden sagen, Torhüter kann ihn rausfischen. Hater würden sagen, Non-Hater würden sagen, Dropkick so geil unten links mit nassem Rad. Starker! Hey, Mann, ey! Den saugen so an mit der Brust. Digga, ich hab einfach nicht damit gerechnet. Das gibt es nicht. Druck! Weiter, immer weiter, immer weiter. Oh, der wird schwer. Oh, doch nicht. Yes! Fuck, ey! Komm, Alex. Ja, ja, wie will er den machen? So. Hater würden sagen, wir haltbar. Ich freue mich auf ein leckeres Getränk beim nächsten Mal. Oh, Simon, kannst du mir einen Ball zuspielen? Ja. Den vorderen von dir aus. Yes. Nee, 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 von dir aus. Den anderen. Das ist nämlich der neuere. So, Leute, das war's mit der Einheit. Wenn ihr Bock auf so einen Ball habt, einfach mal Link in der Beschreibung abchecken. Oder wenn ihr einfach geile Clips sehen wollt, Gewinnspiele mitmachen wollt, dann checkt die Seite molten.de. Ansonsten, Einheit zu zweit hat mir sehr gut gefallen heute. Wir hatten wirklich viele Übungen, die intensiv waren, wo man auch eine längere Frequenz hat, wo man dann sauber arbeiten muss. Und da merkst du dann erst, wie gut deine Technik wirklich ist, wo ich auch selber merke, auch wenn ich technisch sagen würde, ich bin technisch ein guter Spieler, aber selbst da hat man Defizite noch gesehen. Und jetzt würde ich sagen, haut rein, Leute, es wird hart durchgezogen. 1. Januar geht's los mit einem neuen Verein und jetzt würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.